So, da sind wir auch schon wieder zurück mit einer kleinen Aufgabe, nämlich die Maya-Herausforderung, was die Gesichtsbemalung betrifft. Einmal hier ohne Make-up, sage ich jetzt mal. Aha, was soll hier der Unterschied sein? Ah, der Lippenstift. Da bekommt ihr den Lippenstift. Hier einmal die Tarnung quer durchs Gesicht. Gut, ich habe natürlich die beste Kopfbedeckung, die es gibt. Da sieht man von den Tätowierungen oder Kriegsbemalungen gar nichts. Dann hier nochmal einmal von unterhalb. Sieht man das beim Skin? Ah, sieht so ein bisschen aus, als hätte sie sich nur nicht gewaschen. Aber die Aufgabe ist, überlebe 500 Gegner. Wo könnt ihr das Ganze machen? Ganz simpel. Es geht eigentlich nur im Solo-Modus, Duo-Modus und Team-Modus. Sowohl als auch im Arena-Modus und Arena-Duo-Modus. Aber wir gehen noch direkt rein. Ich zeige euch natürlich das Ganze, wie das dann aussieht. Mal gucken, ob ich wenigstens 5, 6 Leute überlebe. Und dann seht ihr halt auch, wie die Zahl langsam schwindet. Weil ich glaube, knapp 300 habe ich jetzt schon überlebt. Und wundert euch nicht über die 27 da oben. Das ist halt einfach gerade der Like-Button. Was bedeutet, ich bin gerade live. Also. Und was heißt das auch für die, die gerade dabei sind? Richtig, ihr werdet gleich alle schön erwähnt, aber erst wenn ich es euch sage. Dann Moonlight, danke. Moonlight, Moonlight, danke für die 2 Euro. So kommt man natürlich auch in ein Video rein. GG an der Stelle. Auch mal gerne ein Abo da lassen beim S-Moonlight auf Ehrenbruder-Basis. Aber warum steht im Titel sowie im Thumbnail Skin-Verlosung? Ganz einfach, unter meinen Mitgliedern verlose ich halt jedes Mal einen Skin, wenn wir halt, also wenn ich eine Solo-Runde gewinne. Bedeutet ganz einfach, ich spiele eine Runde Solo, gewinne diese und dann verlose ich halt unter meinen Mitgliedern einen Skin oder halt Emote, was diejenigen auch immer haben wollen. So, was müssen wir für diese Aufgabe machen? Richtig, in Anführungszeichen, einfach überleben. Mehr muss ich eigentlich überhaupt nicht machen. Jedes Mal, wir starten jetzt mit 98 Leuten, sind wir gleich nur 88 Leute, haben wir zum Beispiel wieder 10 Leute mehr überlebt. Und mehr müssen wir eigentlich nicht machen. Also im Prinzip spielt einfach ganz normal Fortnite und alles ist im grünen Bereich und die Aufgabe wird von alleine erfüllt. So, aber natürlich zeige ich euch das. So, wo lande ich denn jetzt? Ach, na, da landet sowieso wieder jeder. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr hinten in der Partyhöhle. So, einmal rausspringen. Wundert mich euch nicht über den Skin. Aber inzwischen kann ich mich schon bald nicht mehr entscheiden, welchen Skin ich nehmen soll. Deshalb nehme ich einfach inzwischen random. Einfach so, dass man mal ein bisschen Abwechslung reinbekommt in Fortnite. Weil den Skin würde ich, glaube ich, gefühlt nie auswählen. Weil, keine Ahnung. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht oder so. Aber irgendwie hat man dann doch immer seine 3, 4 Skins, die man nimmt. Und das war's dann eigentlich. So, Moonlight, erst nochmal danke für deine 2 Euro. So, wen haben wir denn jetzt alles im Chat? Wer will denn alles Hallo sagen? Jetzt geht's los. Jetzt kommt die große Namensliste. In 3, 2, 1. Ah, Skypio ist weg, wird trotzdem gegrüßt. Hallo Zambal. Ich lande hier nicht alleine. Lol. Dann fliegen wir noch ein bisschen weiter. Da. Wir haben ja Zeit. Wir müssen ja einfach nur überleben. So, dann haben wir einmal den Zampel dabei, also Nei dabei, Lordi Supporti. Ah ja, Lordi Supporti. Hat sich sein Name noch geändert? Dann Flash, Gannon, Julian, Frontgen, also Nei nochmal, M-Kyle, Skype doch wieder. Schleuderaffe erstmal Hi, dann Scary Eyes, Moritz, Luffy. Oh, das schreibt er nur einmal Hi. So, jetzt müsste ich aber eigentlich alle einmal erwähnt haben, soweit. Seid schon mal gegrüßt. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Deshalb auch erstmal jetzt danke für nochmal. Boah, ist hier echt jetzt ein Gegner. Oder noch ein Stream-Sniper, hä? Es war mir klar, dass irgendeiner hier hinkommt. Er will's wissen. M-Keil, M-Keil, M-Keil. Da musst du früher aufstehen, mein Freund. Ich glaube, du musst wieder ein bisschen mehr Fortnite spielen, damit du wieder ein bisschen besser wirst. Aber natürlich wirst auch du gegrüßt.
und hast es geschafft als der Tote. Von daher war es das an der Stelle für dich dann mal wieder komplett. Er hat es nämlich eben schon mal probiert und hat es auch nicht geschafft. Das ist natürlich belastend, würde ich sagen. Weil wer von mir zweimal getötet wird, der sollte eigentlich Fortnite deinstallieren, oder? Oder Chat, was meint ihr? Ja, du hast voll gezittert. Dann würde ich mal zum Arzt gehen, wenn du am Zittern bist. Der gibt dir bestimmt Paletten. Paletten. Der gibt dir bestimmt Tabletten gegen das Zittern. Ja, Sache, wer zweimal Stream snipen will und zweimal verkackt. Eieieiei. Wäre Coco gekommen, ja, dann wäre vorbei gewesen. Aber so kann es halt gehen. So, jetzt hätte ich gerne bitte noch eine Angel. Ein bisschen XP farben. Den. Bitte eine Harpune. Keine Harpune. Ich glaube, hier lande ich jetzt immer. Hier habe ich wenigstens Ruhe. Bam, bam, bam. Ja, easy clap. Wenn Coco da wäre, dann wäre es ein easy clap. Aber für ihn, nicht für mich. Ja, jetzt hast du wegen dem Berg auch noch Fallschaden bekommen. Hallo, Fisch, komm her. Obwohl, warte mal, wir hatten da noch. Komm her. Angel. Hallo? Da hatten wir noch einen, sag ich doch. Ich sah auf Ansage, goldenes Gar. Mal ein Fisch. Fortnite gönnt mal wieder überhaupt nicht. Oh, Regenschirm, falls es mal regnet. Ja. Aber Kai, was hast du denn jetzt erhofft? Dass du mich wegholst? Oder was war da die Mission? Ja, Luca Kopfweh ist weg. Aber du wirst lachen. Ich habe eigentlich trotzdem noch auf YouTube rumgeguckt, hast du nicht gesehen. Also eigentlich ist nicht so, als hätte ich mich dann geschult oder so. Aber Kopfschmerzen sind weg. Zum Glück. Die Sache einkaufen war ein bisschen anstrengend. Es ist so warm. Und ich weiß nicht, die Leute kaufen. Ach du Kacke. Komme ich da irgendwie hoch? Ja. Ich muss mit dem Boot. Aber ganz schnell mit dem Boot. Die Zone ist ja anders weit weg. Hui, 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 hui. So Leute, und falls jetzt irgendeiner das sieht, der noch nicht auf meinem Kanal war, dann gerne Abo dalassen, Like dalassen, vergesst nicht Creator-Code einzutragen, wäre natürlich auch nice. Irgendwie müssen sich die Skins für die Mitglieder ja bezahlen. Ach so, falsche Kurve. Oha. Aber wir haben ja 4 Fische, also ganz entspannt bleiben. Jetzt kommt erstmal Kreisgetiggere. Ich kämpfe auf dem Dach. Ah ja. Also, MKL meint, ich hätte eben auf dem Dach gekämpft. Alles klar. Wie war das nochmal in Fortnite? Muss man sich doch immer hochbauen, oder? Oder wie war das? Bester Bootfahrer. Alter, diese FPS-Drops. Ach, das ist ja noch gegen die Richtung. Ich glaube, mit Laufen bin ich schneller. Ich dachte, ich könnte da hochintelligente... Oh. Mr. Lamy ist auch da. Da. So, und... Boah, diese FPS. Ups. So, schön muss weg. Hallo. Bam, 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 bam. Das wird eine lange Reise in die Zone. Dun, 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 dun. Ja, das, ne, es leckt generell. Aufnahme und Stream funktioniert einfach nicht. Das ist immer leicht verbuggt dann. Ich meine, ich könnte zwar auch das Trampo nehmen, aber solange ich die Fische noch ganz entspannt einsetzen kann. Gott, ey, das, was denkt ihr? Schaffe ich die Zone oder nicht?
Du siehst doch trotzdem, dass mein Bild auf 4 FPS gerade abgetroppt ist. Der Datenverlust hat doch damit nichts zu tun. Standbild ist Standbild. Ach, der Chat ist heute wieder so nett zueinander. Ich weiß, dass ich Jumppad noch habe. Alles gut. Aber lass mich doch erstmal eine gute Position haben, um einzusetzen. Ich brauche ja nicht im Tal ein Jumppad zu setzen. Macht ja auch keinen Sinn. So. Aber jetzt gehen wir gerade noch frisch in die Zone. Ich hoffe halt echt, dass wir es schaffen. Das könnte nämlich eng werden. Dun, 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 dun. Zack, zack, zack. Oh Gott, erst. Das wird lustig. Aber so kommt man auch in die Top 15. Ja, FPS-Drops, bevor ich setzen will. So, vorher noch Fisch gönnen. Dann, da, dann, da, dann. Easy. Hi, Diki King. Und wie knapp wird das? Oha. Die sind am Fighten. So, Leute, ich muss jetzt nur gerade das Video schnell beenden, sonst gibt es nämlich schon 20 Minuten Video. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. In dem Sinne erstmal, haut rein.